Regal voller Fragmente. Und gönnt nicht. Ich war hier schon. Aber ich bin mir nicht sicher. Also beim Rausgehen habe ich den Selbstzweifel gemerkt. Genau. Gottes Willen. Hallo? Was ist denn du? Ja, hier war ich schon. Toll! Ganze Ärger umsonst. Sind die Rubine nicht mehr da? Da, wenn ich nur kurz weggehe, dann sind die bestimmt noch da. Na! Kleiner Arsch. Kleiner Arsch. Verstehe ich nicht. Ja, aus irgendeinem... Oh Gott. Aus dem Gang dann da rauskommen, oder? Ich finde hier nicht wirklich einen Gang. Ich reingehen könnte. War ich auch schon, okay. Gehört in jedes Auto. Die wärmende und kühlende Decke. Ich glaube nicht, dass die damit gemeint ist. Leider nicht ran. Ah! Komm direkt auf mich zu! Hier schon, ich hoffe es. Ja. Muss doch irgendwo eine Bodenranke sein. Ja, die Beschreibung passt schon zu einer Rettungssäcke. Ich wüsste nicht mal mehr, welche Seite kühlt und welche Seite wärmt. Ich klebe an meinem Stuhl fest.
Okay, Backseat Gamer. Wie komme ich hier hoch? Ach, ist das ein Loch hier? Nee. Das hier. Was zur Hölle ist das? Also Backseat Gamer sein. Du zum Beispiel. Wie komme ich hier hoch? Geht das nicht? Ich bin doch kein Backseat-Gamer, ich bin einfach nur hilfreich. Na, gerade nicht, würde ich sagen. Weiß aber das Thema auch nicht alles. So viel zum hilfreich sein, oder was? So viel dazu. Einmal des Windes in der Nähe, das zweite Loch. Ich habe gerade geguckt. Aber ich sehe hier keins. Ich weiß übrigens immer noch nicht, wie ich jemals hier hingekommen bin. Aber hier ist eine Stelle, die zu ist, die aussieht, als könnte da vielleicht ein Loch hinkommen, wenn ich mit irgendwie WM Fragmente tausche. Vielleicht. Denn ich muss noch einiges an Fragmenten. Ja, okay. Aber ich habe gerade gar keinen mehr, der mit mir tauschen möchte. Tausch mit mir! Vielleicht tauscht er wirklich mit mir, wenn ich mich klein mache. Entschuldigung. Was ist das jetzt? Ja, ganz aus, okay. Ocarina war dir behilflich beim Hinkommen. Ja, aber ich muss ja, damit ich das Wind mal freischalte, muss ich ja erstmal dahin. Und das aufmachen. Wie soll ich das gemacht haben, wenn ich die Ocarina brauche, um da hinzukommen? Das macht doch keinen Sinn. Moment. Und jetzt? Jetzt? Nein, nicht da. Hä? Hat gerade eben nicht funktioniert. Aber auch, ich bin auf der falschen Seite. Wie soll das denn sein? Achso, doch, okay. Guck, jetzt habe ich wieder ein grünes, wertvolles gegen ein blaues, blödes getauscht. Das ist doch kacke. Glücksfragmente gegen Glücksfragmente tauschen. Wer kam denn auf so einen Scheiß? Ja, du hast viele mögliche Personen, Tiere und Minis zum Tauschen. Ich weiß schon, mit wem ich alles tauschen kann. Aber die wollen alle nicht.
Das Huhn wollte nicht mit mir tauschen. Das Blöde. Gebe zu, ich bin nicht als Minisch in alle Häuser rein. So ein Auge brauche ich auch noch. Gut, hier war ich schon, oder? War ich bestimmt schon. Ja. Wenn ich hier schon war, dann habe ich das hier auch sauber. Okay, dann machen wir uns nochmal zu Minisch und geben alle Tiere. Wer will nicht? Auch nicht. Auch nicht. Das finde ich nur auf dem Dach. Wollt ihr auch nicht? Katze mag mich nicht. Bei dem war ich glaube noch nicht. Ein Minisch, Gag. Keine Angst, Würmchen, Gag. Ich picke nicht auf dir herum. Erzähl dir was, Gag. Irgendwo in Hyrule gibt es eine große Fee, die dir bei den Abenteuern hilft. Sie hilft aber nur den Aufrichtigen, also beantworte ihre Fragen ehrlich. Aha. Musste gar nichts beantworten, die hat mir nur mein ganzes Geld weggenommen. Muss ich jetzt mit allen Minis reden? So, na, dankeschön, dankeschön. Hallo, hallo Jin, herzlich willkommen im Stream. Schön, dass du zuschaust. Apropos. Moment. So, Saucherlede. Wie geht's dir, Jin? Hast du ein paar Struggles bei Zelda? Ich struggle immer. Ich struggle immer sehr viel. Bei allen Spielen. Ich muss gerade Glücksfragmente tauschen. Und ich finde aber niemand, der mit mir tauschen will. Dem. Sind alle blöd. Alle blöd. So, und jetzt habe ich irgendwas gemacht. Und im OBS, das war jetzt vielleicht gar nicht so gut. So. Ich glaube, jetzt sieht es wieder normal aus. Nee, da musste ich nicht mehr hin. Ich denke, es... Mir geht es gut. Langer letzter Arbeitstag heute noch gewesen. Jetzt eine Woche Urlaub. Das ist schön. Ich hatte gerade Addon von Dawn Trail runter. Was ist Dawn Trail? So lange bin ich hier. Das ist doch schön. Und dann spielst du Dawn Trail? Muss ich mal. Das sagt mir gar nichts. Bist du dann mit Elden Ring schon fertig oder wie? Final Fantasy 40. Ah, 14. Ach so, das ist der. Neue Final Fantasy 14 DLC, okay. Ich habe da leider nur den ersten Abschnitt gespielt. Und dann kam ich nicht mehr so regelmäßig dazu und dann hat sich das Abo nicht mehr so wirklich gelohnt und bin ich aufgeblieben. Weiß gar nicht mehr. Was waren die Schatz? Die Flossen? Oder das Armband war das, glaube ich. Du tauschen? Nee.
2000? Nö. Ich muss sauber machen, so. Danke fürs sauber machen, kein Staub. Bitte gerne. Ich liebe es, sie nach unten zu schubsen, um sie zurückzugeben, die Bücher, okay? Was ist dein Bruder? Er ist nicht mit mir runtergefallen, er ist damals weggehüpft, ich weiß es noch. Niemand tauscht hier mit mir. Nein, aber ich werde in der kommenden Woche eine Mischung draus machen. Jetzt erstmal den Einstieg von Final Fantasy 14 suchen. Dann denke ich ab Dienstag, Mittwoch eine Mischung. In den Einstieg. Hat sich gehört, als wärst du voll experienced. Das will sie erst minisch in Nairos Haus. Okay. Also ich sehe, da kann man irgendwie raus oder rein, aber das macht für mich auch keinen Sinn. Ich gehe mir so oder so nicht auf die Schränke, oder wie? Wo ist hier der Sinn? Naja, Einstieg in Zelda. Okay. Und die anderen hast du alle gespielt? Geht sogar nirgends raus. Du bist aus diesem Dschungel heil wieder zurückgekehrt. Alle Achtung. Welchem Dschungel? Was redet der? Ups. Welchem Dschungel? Der Banta? So, und hier ist Stopp für Minis. Toll. Aha. Keine Ahnung, was ich hier mache. Okay, ah, dann ist bei Nairo vielleicht auch irgendwo halt so ein Mimisch noch, okay. Niemand tauscht mit mir! Mehr Leute verschwinden. Wohin denn? So? Klein zu sein ist schon eine Last. Wenn du nicht mal über die Ecken hier drüber kommst, ist schon belastend. Ich weiß nicht, was mir das Huhn sagen muss.
Aber da stand ja der Geist davor. Ich habe ja richtig hart gearbeitet, damit ich hier rein kann. Wollte nur gucken. Ja, nö. Oh, da hätte ich aufpassen müssen, okay. Also hier war ich noch nicht. Bin dankbar für die Reste, aber es wäre gut, wenn sich das Brot verkauft. Wieso? Gerade in solchen Zeiten sollte man Glücksbrot essen. Ach ja? Den Glückskäse haben. Guten Abend, Marjet. Hallo, Ando. Jetzt willkommen im Stream. Schön, dass du zuschaust. Ah, noch niemand tauscht mit mir. Kommen immer weniger Leute hierher. Ja, wie will man euch denn hier finden? Es ist irgendwie unruhig geworden. Hä? Gut, wir haben Rubin gehalten. Okay. Jetzt hätte ich endlich mal ein paar Fragmente, jetzt tauscht niemand mehr hier. Aber wie geht's dir, Ando? Schön, dass du zuschaust. Ah. Den Rhythmus nicht, okay. Oh, gut. Vielen Dank, Jin, für dein Follow. Konzentriert. Ich danke dir auch, ja gerne. Wie kannst du danken? Okay, ich komme nicht weiter. Dann würde ich halt jetzt vielleicht mal doch ins Schloss gehen. Hier fehlt noch ein Baum. Dann fehlt noch ein Goroni. Nur noch eine Woche arbeiten und dann habe ich endlich Urlaub. Ich wollte jetzt mal Urlaub einreichen. Aber ich kann eigentlich gar nicht, weil ich so viel zu tun habe. Ich könnte echt so über einen Monat Urlaub machen mit meinen Überstunden. Ich hoffe, dass jetzt nicht gleich alles komplett im Chaos versinkt. Hoffe ich. Darf ich rein? Nicht, okay. Dann muss ich mich wieder reinschleichen, oder was? Ah, ja. Sorry, ich dachte, hier wäre niemand. Niemanden gesehen. Das ist schon wieder echt. Keine Lust, ehrlich gesagt. Das ging letztes Mal so lange. Dann bin ich immer noch der Meinung, das war irgendein Bug. Nicht, war ich da schon? Jingo. Ah. Hatte ich vergessen. Ah, nein. Warum tut ihr das?
ich mich gerade im Feenbrunnen geheilt. Bin ein bisschen aufgeregt hier. Weiche. Schönes blaues Schwert. Gelb. Das ist ein gelbes Schwert. Das Windelement wurde übertragen. Die Kraft der vier Elemente wurde auf das weiße Schwert übertragen. Nun ist es das Schwert der vier. Du kannst dich jetzt vier teilen. Ich möchte das lieber nicht. Hältst du das Schwert mit Energie auf, indem du den Knopf gedrückt hältst und lässt ihn dann los, feuerst du einen Strahl ab. Der versteinerte Menschen von dem Fluch des Hexenmeisters befreit, okay. Zählt das als eine Schriftrolle? Hola, die Waldfee. Weil das heilige Schwert nun vollkommen ist, hat sich eine Tür geöffnet. Vielleicht führt sie zu dem Raum, in dem das Geheimnis des Forts verborgen ist. Mara, lass uns hineingehen! Immer noch nicht dafür, dass wir das machen. Ich komme gerade von der Abschlussfeier meiner Großen. Jetzt tut der Rücken wieder weh. Was für eine Abschlussfeier? Und wieso tut dein Rücken weh? Was hast du denn gemacht? War so zu viel auf dem Trampolin? Guck mal, das ist Zelda. Und das rechts, das könnte ich sein. Oder das links. Weiß nicht genau. Na nun, dieses Bild aus Glas. Es scheint auf den Ort hinzuweisen, an dem sich das Forst befindet. Ein Baum. Vor langer, langer Zeit. Als die Welt von tiefer Dunkelheit verschlungen zu werden drohte. Stiegen Minish vom Himmel herab, um einen Helden des goldenen Schwert und das goldene Licht und ein Schwert zu geben. So. Dieser Held vertrieb die Dunkelheit mit seiner Weisheit und Tapferkeit. Und brachte Frieden. Seither ehren die Menschen das Schwert. Das wissen wir doch alle schon. Das goldene Licht Fors weilte lange bei der Prinzessin von Hyrule. Hehehe, so war das, nicht wahr? Uha, du bist so unglaublich naiv. Erst gibst du mir die Mütze der Wünsche und dann führst du mich her. Ich brauche euch nicht mehr. Hallo. Oh nein! Schlag doch zurück, Link! Hehehehe, jetzt weiß ich, wo das Forts verborgen ist. Ich nicht. In Zelda? Mara, wach auf! Mara! Dieser Vati hat sich in den König verwandelt, um das Forts zu suchen. Irgendwie hat er von diesem Ort erfahren und darauf gewartet, dass wir das heilige Schwert wieder erschaffen. Wenn die Darstellung auf dem Glasschild stimmt, ruht das Forts in Zelda. Okay. Dieser Kerl wird bestimmt versuchen, Zelda das Forst zu entreißen. Wir dürfen nicht zulassen, dass er Zelda noch mehr antut. Beeil dich, Mara, wir müssen Bart hier aufhalten. Ach ja. Wäre irgendwie dumm, warum hat er uns jetzt nicht das Schwert weggenommen? Ehrlich? Keine Schriftrollen, ne? Toll. Wo sind denn die letzten zwei Schriftrollen?
das wieder los. Sind die alle versteinert? Oh nein, das ist ja, alle sind zu Stein geworden. Der Minister, die Soldaten. Genau wie Zelda, das ist offensichtlich Vatis Werk. Seine Grausamkeit kennt keine Grenzen. Mara, nun ist es an der Zeit, mit der Macht des Schwertes der Vier den Fluch zu brechen. Mara, wir sind gerettet, danke. Hier sind schreckliche Dinge passiert. Der König, der sich so merkwürdig benommen hat, war in Wirklichkeit Vati. Wir wurden einer nach dem anderen von Vati versteinert. Und dann griffen die Monster an. Was ist nur mit diesem Schloss geschehen? Boah, labern die jetzt alle. Amara, es ist schrecklich. Vati ist mit der versteinerten Zelda auf das Dach geflogen. Er führt sicher Böses im Schilde, du musst ihn aufhalten. Oder wir machen einfach nichts und Zelda bleibt versteinert und der kriegt das Vorsitz. Gehen wir da hoch und den Stein an Zelda, damit er das Vorsitz kriegt. Danke, dass du nicht mit mir redest. Als Vorsitz in Zelda, na, da hoffe ich mal, dass wir nicht lange rumstochern müssen, um es zu finden. Tja. Aber was ist denn das? Ist das hier wirklich das schöne Schloss Hyrule? Unglaublich. Ich hätte nicht gedacht, dass Vatis Kräfte... Entschuldigung. ...so viel Unheil anrichten können. Der König und Zelda sind in Gefahr. Beeil dich mal herab. Sind die dunkel, das heißt, die sind schwerer, oder? Aha. Ja gut. So geht's natürlich auch nicht. Ich bin total voll. Ah, Moment! Ich wollte den Kopf wegziehen und gucken, was passiert. Nichts. Ja, kann nichts machen. Es hieß, da kommt was anderes hin, aber der rennt einfach kopflos rum. Okay. Okay. Boah, jetzt sind die wieder alle da, okay. Ahaha. Nicht wieder in dem Raum hier, okay. Ich bin zu lang. Da ist der versteinerte König. Sollen wir den jetzt echt aufwecken?
Ich weiß ja nicht. Irgendwie wieder gehen. Hallo. Mara, du hast mich also gerettet. Aus dir ist wahrlich ein Held geworden. Während ich versteinert war, sind im Schloss schlimme Dinge passiert. Ist das alles Vatis Werk? Ich bin der König und ich muss Vati besiegen. Doch kann ich gegen ihn nichts ausrichten. Du kannst mein Schwert haben. Mara, du hast das heilige Schwert. Du bist unsere einzige Hoffnung. Ja, das ist natürlich sinnvoller. Lassen wir nicht den Experienced Schwertkämpfer, den König kämpfen, den Erwachsenen, sondern den Zwölfjährigen, weil er halt das Schwert hält. Bitte rette Zelda, mit diesem Schlüssel kommst du aus dem Verlies. Da waren halt so unbequeme Bänke und hab schon die ganze Woche mit dem Rücken zu kämpfen. Oh, der ist natürlich nicht so gut. Soll ich mal vorbeikommen? So, ich muss jetzt immer die Vierergruppe machen, oder wie? Oh, gibt's. Gott. Gott, das ist ja voll der Riesendungeon. Da gibt's eine Karte. Das dunkle Schloss nehme ich an, oder? Die ist bestimmt auch böse. Wer, der König? Ich müsste nach all dem Stress ein heftiger Bodybuilder sein. Ja, wobei, gut, wie gesagt, er ist 12 oder 13, habt ihr gesagt. Weiß jetzt nicht, inwiefern man da schon so Muskeln hat. Gehen wir einfach. Komm, gehen wir einfach. Nach Hause, sagt. Ich werde dafür weggehen einfach. Kam ich denn jetzt her? Kam ich hier? Ja, ich kam hier. Okay. Noch ein Dungeon. Ich habe gehofft, im Schloss sind noch irgendwie Menschen, die mit mir Dinge tauschen. Eigentlich hatte ich gehofft. Geht einfach weiter. Ohne die Statuespuck kannst du mit dem Schwert abwehren. Das ist schön. Hat der gerade mein Ding abgebrochen? Ja. Der hat einfach gerade mein Ding abgebrochen. Ich habe bestimmt gefragt. Also. Was ich falsch gemacht habe. Ich habe gar nichts falsch gemacht. Zelo hat mich einfach behindert hier.
Komm nicht ran. Da oben zu verteilen. Da denkst du, hast jetzt voll das Mega-Schwert. Und dann geht das immer noch 5 Schläge, bis sie tot sind. Heißt die Mütze in den Dreck bei der Geduld war. Bei dem Glasbild war auch keine Mütze zu sehen. Das ist halt wirklich so. Das ist halt schon wirklich so. Aha. Scheiße! Ich bin gerade ein bisschen blöd. Das Problem ist, ich kann nicht überall gleichzeitig gucken. Ich muss auf die zwei links-links gucken, ich muss auf die zwei links-rechts gucken und dann noch auf das Dingens. So, jetzt aber schnell. Hast du gehört? Ja, komm ich hier. Ich sehe jetzt leider auch nicht, wo die verschlossene Tür ist. Ich bin in meinem Kreis einzeichnen auf der Karte. Das wäre ja auch noch schön. Machst du dich über links Sprachfehler lustig? Link hat einen Sprachfehler? Was? Achso, das. Ja, okay, ein bisschen. Soll ich das denn machen? So. Oh mein Gott, sind hier viele Füchse.
meine Mitbewohnerin Pferdfüchse geliebt und die Farbe Lila. Wer hätte hier drin müssen? Werde ich jetzt hier nichts. Ist einfach nichts. Seltsamer Ort, um eine springbare Mauer einzubauen, aber okay.